Das Fußball-Landespokal-Halbfinale zwischen FCM und HFC war nicht nur aus sportlicher Sicht ein sehr beachtetes Spiel. Der Fußballverband stufte die Partie auch als Hochsicherheitsspiel ein. Dementsprechend groß war das Aufgebot an Sicherheitskräften gestern. Auf 20 Fans kam ein Polizist. Unsere Reporterin Annette Schneider-Solis hat Polizei und Security bei den Vorbereitungen auf ein solches Großereignis und während des Spiels begleitet. Einlasskontrollen zum Hochsicherheitsspiel. Schon 2 Stunden vor dem Anpfiff muss sich jeder Fan der Kontrolle am Einlass unterziehen. 300 Ordner hat der 1. FC Magdeburg an den Toren. Je später es wird, desto mehr drängen ins Stadion und desto weniger Zeit bleibt für jeden Einzelnen. Schon am Morgen des Tags vor dem Spiel haben die Sicherheitskräfte zusätzliche Technik aufgebaut. 2 Tage dauert es, bis alles so steht, dass bestmögliche Sicherheit für alle gewährleistet werden kann. Im Hintergrund werden wir dann noch die Einlassschleusen aufbauen, wo die Leute immer in 50er-Schritten, also die Gästefans aus Halle, in 50er-Schritten ab hier hereingelassen werden, damit die Jungs und Mädels am Einlass gründlich checken können. Hier stehen am Spieltag Ordner aus Halle. Eine Stunde vorm Spiel kommen 700 hallische Fans, die mit dem Zug angereist sind. Sie werden begleitet von einem großen Polizeiaufgebot. Insgesamt sind 850 Polizisten im Einsatz. Auf jeden kommen 20 Fans. Als ein Magdeburger provoziert, kocht die Stimmung bei den Hallensern hoch. Flaschen fliegen, Knaller werden gezündet. Im Stab laufen derweil alle Fäden zusammen. Die Anreise der Fans wird von hier aus koordiniert. Und zwar so, dass hallische und Magdeburger Fans nicht direkt zusammentreffen. Im Stadion hat die Polizei alles in und um die Sportstätte im Blick. Anspannung bleibt bis zum Anpfiff. Jetzt kommt erst mal so ein kleines Durchatmen. Ich hoffe, wir haben auch die Zeit dazu. Zumindest sind die Magdeburger Fans und die Hallenser-Fans im Stadion und es scheint jetzt auch ruhig zu verlaufen. Überall haben Sicherheitskräfte Position bezogen. Der Block der Fans aus Halle ist durch leere Blöcke und jede Menge Polizisten von den Magdeburgern getrennt. Dann Flammen im Magdeburger Block. Das wird noch teuer für den Club. Ansonsten bleibt es relativ ruhig. Also aus polizeilicher Sicht kann man sagen, dass es zum Schluss doch nicht so brisant wurde, wie wir uns das alle gedacht hatten im Vorfeld. Es ist natürlich so, dass es auf der Anreise einige Probleme mit den Hallenser-Fans gab. Die Hallenser-Fans haben sehr massive Sachbeschädigungen in dem anreisenden Zug durchgeführt. Der Abmarsch der Fans nach dem Spiel verläuft friedlich. Die Magdeburger müssen am Hauptbahnhof warten, bis der Zug mit den Hallensern durch ist. Doch auch hier bleibt alles ruhig. Nichtsdestotrotz gibt es einen stark beschädigten Zug von der Hinreise der hallischen Fans. In dem Fall ermittelt die Bahnpolizei wegen Vandalismus. Den Schaden zahlt die Bahn und damit wir alle als Steuerzahler. Ja, und damit steht das Landespokalfinale. Am 13. Mai spielen der Oberligist VfL Halle 96 und der Drittligist HFC im Stadtderby im Erdgas-Sportpark um den Pott. Wer gewinnt, darf dann als Sachsen-Anhalts-Vertreter beim großen DFB-Pokal mitmischen. Der Pokalverteidiger 1. FC Magdeburg ist draußen, wurde im eigenen Stadion besiegt. Durch diese Rot-Weißen aus der Saalestadt, die hier so schön jubeln. Es war ein langer Derby-Fußballabend, denn die Entscheidung, wer ins Finale denn einzieht, fiel spät. 90 Minuten reichten nicht und auch nicht 120. 120 Minuten Fußball haben nicht gereicht. Ein Elfmeterschießen muss her, damit ein Sieger zwischen Rot-Weiß und Blau-Weiß ermittelt wird. Das Tor kann da ganz schön klein werden für den Schützen. Ich denke, dieses Gefühl kann man nicht beschreiben. Das muss man einfach erleben. Hier, das sind manchmal Kleinigkeiten, die entscheiden. Der Erste, der ran muss, ist Sören Bertram. Er lässt den HFC-Anhang jubeln. Mehr als 2 Stunden vorher geht's los, das Derby, das die Fans elektrisiert. 3.000 aus Halle, 16.000 aus Magdeburg. Der HFC hat die erste dicke Chance, doch Banovic scheitert am starken FCM-Torwart Glinka. Der FCM kommt danach besser ins Spiel, aber auch Halles Torwart Lomb ist auf der Hut. Ansonsten viel Kampf, viele nette Worte untereinander und die eine oder andere Szene, die zeigt, die Magdeburger können auch Fußballkunst.
Nach regulärer Spielzeit steht es 0:0. Das ist gerecht, finden die Trainer. Ich habe keinen Klassenunterschied gesehen in diesem Spiel. Wir haben Halle alles abverlangt. Mit viel, viel Kampf und Leidenschaft haben beide Mannschaften versucht, dieses Spiel auf ihrer Seite zu biegen. Die Stimmung im Stadion ist großartig. Zurück zum Elfmeterschießen. FCM-Kapitän Marius Suvislo hämmert den Ball unter die Latte. Im Elfmeterschießen alles ausgeglichen? Erstmal ja. Nico Hamann tritt an, 27 Jahre, er gilt als sicherer Schütze. 10 Zentimeter nach rechts und der Ball wäre drin. Da darf man nicht viel nachdenken. Und ja, ging leider nicht rein und bitte. Hamann verschießt. Dabei hätte es gar nicht mal zu diesem Elfmeter-Duell kommen müssen. Denn in der Verlängerung hat der FCM diese dicke Möglichkeit. Nicolas Hebisch, Latte, was für eine Chance. Das ist natürlich extrem bitter, ne? Ah, Kopfball geht leider nur gegen die Latte. Kleines Déjà-vu-Erlebnis gegen Leverkusen habe ich auch schon mal gegen die Latte geschossen, auch ungefähr in der gleichen Region. Der HFC kommt dann auch noch mal zu einer Gelegenheit. Doch wenn keiner das Tor macht, muss eben die Entscheidung vom Elfmeterpunkt her. Das Elfmeterschießen, jetzt der letzte Hallenser. Trifft er, sind sie draußen, Halle im Finale. Der HFC siegt 5:3 im Elfmeterschießen und macht seine Fans glücklich. Wir haben ihnen das zurückgegeben, was für die alles ist. Das ist der Derby-Sieg und ich denke, heute war alles perfekt. Die Hallenser obenauf. Der FCM erst am Boden zerstört, dann kämpferisch. Man will schließlich noch in die dritte Liga, dahin, wo der HFC schon ist. Wir werden alles geben, um dieses Ziel zu schaffen. Und ich glaube auch, dass wir eine gute Chance haben. Vielleicht in der dritten Liga, vielleicht wieder im Pokal. Diese Atmosphäre macht Lust auf das nächste Derby. Der Frühling ist heute definitiv unentschieden. Es ist wieder ein bisschen kühler geworden.